Alrighty, dann liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Duel Links. Es gab ein neues Update, die letzten Aktionen sind vorbei, neue Informationen sind da. Bei den Ranglistenduellen gibt es eine Veränderung, die ich selber natürlich nicht so mitbekommen werde, weil ich noch nicht so viele Ranglistenduelle gespielt habe. Aber wenn ihr in den letzten Zeiten da schon gezockt habt oder wenn ihr früher zum Beispiel gezockt habt, ist es mittlerweile ganz anders. Zum Beispiel das Geilste ist wirklich, dass man für Niederlagen nicht mehr degradiert wird, außer wenn man einen relativ hohen Rang hat schon. Und man kann Edelsteine gewinnen in den ersten 50 Siegen. Danach gibt es Kartenticket zu gewinnen. Also wenn man wirklich viele PvP-Events durchführt, steht hier bis zum 1.10. läuft es noch, dann kann sich das lohnen. Es sind noch 4-5 Tage. Für mich war diese Information neu. Ich weiß nicht ganz warum. Ich glaube, weil es auch neue Karten gibt, die man hier gewinnen kann. Aber nicht zuletzt wurde die Welt DS Dark Side of Dimensions angekündigt und jetzt gibt es Anmeldebonus. Erhalte besondere Geschenke, indem du dich im Zeitraum der Kampagne zur Veröffentlichung der Welt und DSDO anmeldest. Diesen dunklen Magier, diese Edelsteine, den Fähigkeiten-Chip, das haben wir alles bekommen, das muss ich noch abholen quasi. Und Bonusstempel sind auch noch möglich. Da mittlerweile habe ich schon die ersten zwei erhalten. Weiß nicht, warum ich heute zwei erhalten habe, so richtig habe ich das nicht kapiert. Ansonsten gibt es auch die Special Gift Campaign bis zum 25.11. Ich habe schon einen so einen Hut tatsächlich gezogen und da war ein SR-Ticket, glaube ich, dabei. Diese Tickets sind ja, ich weiß nicht, seit wann es die gibt, aber auf jeden Fall sehr, sehr relevant, denn da kann man sich seine Wunschkarten, also einen Großteil seiner Wunschkarten holen. Wichtig ist, dass man die Mitteilung auf eingestellt hat in den Einstellungen, damit dieses Ding auch aufploppen kann. Es ist im Standardmenü eingestellt. Von daher sollte das eigentlich passen, aber schaut trotzdem nach, falls ihr so einen Hut noch nicht gesehen habt, dass ihr diese Einstellung auch aktiviert habt und diese besonderen Geschenke erscheinen halt alle 1 bis 5 Tage in Duelwelt. Das heißt, ich habe meins heute Vormittag, glaube ich, geöffnet. Kann also wirklich ein paar Tage wieder dauern, bis wir das nächste Geschenk bekommen. Schauen wir uns gleich mal die Geschenke an. Hier sind Gold, Edelsteine halt dabei. Dieses UR-Ticket ist mit dabei. Die Edelsteine, ich habe den Magier halt schon bekommen. Die Fähigkeiten-Chips sind dabei und die wollen wir uns auch gleich mal anschauen. Alle erhalten. Let's go. Bang. Ich habe schon 20 Kartentickets, Alter. Ich muss Karten kaufen. Und hier in der Welt gibt es auch ein paar neue Geschichten, denn beim Kartenhändler, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich neu ist. Zumindest für mich ist es neu, denn Fähigkeiten-Lotterie kann man bestimmen, aber das kostet 4 UR-Tickets, das mache ich jetzt nicht. Man kann für den Charakter, den man ausgewählt hat, eine Fähigkeit kaufen, die zufällig ausgewählt wird, die man bisher noch nicht bekommen hat. Und das ist natürlich interessant, aber man muss wirklich überlegen, ob man da 4 UR-Kugeln und 10 SR-Kugeln, 120.000 Gold dafür ausgeben muss. Da muss man wirklich sicher sein. Was ist das? New Box? Ah, Dark Dimension. Neues, komplettes Pack mit, ja, 180 Kartenpacks ist hier am Start. Und da muss ich sagen, habe ich heute den Kanal Regi Bang gefunden. Der hat quasi das Magician of Cast Structure Deck zum Beispiel durchgekauft, was auch neu ist. Aber das ist komplett neues Deck, kompletten Karten. Und ich habe so schnell beim Durchblättern für mich persönlich noch nicht so sehr wichtige Karten gefunden, für die Decks, auf die ich mich besonders stürze. Aber bei Regibank könnte ich mir vorstellen, seht ihr dann demnächst auch Karten aus dieser Box, ja? Aus der Hauptbox Dark Dimension. Das ist die 23. Box ist tatsächlich. Also es ist so krass. Es ist so krass. Es sind so viele Boxen mit Karten. Man kriegt die Tür ja kaum noch zu. Als es jetzt schon möglich ist. Zum Beispiel bin ich immer noch beim Warriors Unite dran, eigentlich eine Synchro-Beschwörungskarte zu bekommen. Und die habe ich bisher noch nicht erhalten. Denn da geht es um. Huch. Hallo? Ja. Durch den legendären 6 Samurai Shien, den ich eigentlich gerne als Synchro-Beschwörung hätte. Deshalb können wir uns natürlich das Ding gern mal gönnen. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt hier vorbei ist, aber ich meine, das kann man sich wirklich mal gönnen hier. Das kleinste Ding. Die meisten Karten habe ich natürlich schon, weil ich ja eigentlich nur die UR-Karte haben will. Aber, oh, vielleicht ist sie hier drin, Leute. Wünscht mir Glück. Okay, Weevil habe ich ausgewählt. Es ist ein Synchromonster. Es sind doch ein paar Synchromonster zur Auswahl. Das ist der falsche, aber immerhin ein Synchromonster. Muss ich überlegen, ob ich den überhaupt mal spielen werde. Kann ich noch nicht sagen, weil man kann einfach so viele Decks machen. Wir kriegen noch eine garantierte SR-Karte. Was haben wir da drin? 6 Ziel Beidhändigkeit. Das ist nicht so schlecht. Die dritte davon
Heißt, habe ich also ein Beat. Schöne Sache, immerhin, das ist nicht schlecht. Ja, jetzt könnte man halt hier die Sachen weitermachen. Das machen wir aber nicht, denn wir wollen noch schauen, was es mit diesem Event auf sich hat. Das habe ich mir nämlich auch noch nicht genau angeschaut. Wollen wir mal machen. Wo ist er? Hier ist er. Der Yami Yugi. Ja. Hier geht es also um das Duell Yugi gegen Yami Yugi am Ende der vierten Staffel, oder? Ist das, glaube ich? Wir müssen gegen ihn gewinnen in einem bestimmten Deck, aber er ist ja Level 20, also sollte man eigentlich... Oh Gott, das sind ja Karten, die ich jetzt nicht so gut kenne. Okay. Ich glaube, eine Kombination, die wir hier spielen können. Silent Swordsman. Habe ich noch nie gespielt. Wow. Ich probiere es mal so. Zug beenden. Ich dachte erst, ich muss hier hier ein Monster zerstören, damit ich den aufrufen kann, den Level 5, aber so. Würde ich sagen, machen wir mal ein Level up hier. Silent Swordsman mit Level 5 ist auf jeden Fall stärker als sein Monster Ritter der Königin. Naja, dann würde ich sagen, greifen wir mal direkt an. Was hat er hier? Aha, okay. Ich glaube, der Effekt ist jetzt nicht so ganz so interessant für mich, also nicht gefährlich, aber... Ja. Dann... Würde ich sagen, nehmen wir doch Ritter der Königin. Aber krass, die Karte hier. Schweigsamer Schwerthieb. Ja, die ist ja mega immer gefühlt, ja. Aber wieder ein schweigsamer Schwertkämpfer Level 3. Ah, ein Level 7 hat er aber nicht, oder? Während deiner nächsten Standby-Phase, nachdem diese Karte den Gegner Kampfschaden... Aha, anscheinend habe ich kein Level 5 Monster hier, aber... Ja, komm. Schauen wir mal, was es noch gibt. Ich könnte das Duell schon direkt beenden, aber ich will noch wissen, ob wir hier noch eine Kombi irgendwie starten können. Schwert, Alter, krasses. Ah. Was ist das? Verbanne eine Karte offen von deinem Deck während deiner zweiten. Ah, okay. Goldsarkophag. Kennt man aus der Serie, glaube ich, aber für uns jetzt nicht relevant gewesen. Ja, okay. Wir können hier nichts mehr machen. Was ein bisschen schade ist, denn. Aber wir machen mal das hier.
So, wir nehmen mal seine Ritter der Königin. Jawohl. So. Dann greifen wir mal sein Monsterchen hier an. Ich dachte, wir kriegen noch mehr, aber das muss man sich ja fast mal merken. Das ist ja mega krass, ja. So, und jetzt holen wir uns noch. Zack. Das hier dazu. Uff. 3800 Punkte. Freunde der Sonne, das ist hart. Okay. Das Duell in der Serie war ein bisschen epischer als das hier. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber der Ausgang war ja wirklich so. War ein ziemlich geiles Duell eigentlich. Da wurde alles nochmal rausgeholt. Akten am Kanon, okay. Tatsächlich habe ich das Hintergrundwissen, wenn das stimmt, noch nicht erreicht. Ja, 10 Edelsteine erhalten. Nochmal 10 Edelsteine erhalten. Na, ja, da war ja Goldsarkophag. Tatsächlich. Ja, den Film, den habe ich auch gesehen, zum Teil zumindest. Ach, daher ist, glaube ich, auch der Titel. Stimmt, ich glaube, der Film hieß genau so. Den habe ich aber nicht ganz so kapiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber nice. Jetzt haben wir die neue Welt erreicht. Just wait. Da haben wir auch wieder Seto Kaiba-Start. Also wieder neue Missionsstufen farmen, wieder viele, also Meister Kaiba heißt er. Wieder viele Missionsstufen farmen, wieder viele Belohnungen erhalten. Tja, wie findet ihr das? Wie findet ihr die neue Welt? Wie findet ihr das Update generell, die Events? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Das war's dann erstmal von mir für dieses Video. Ich bin's der Basti und damit ist diese Duellwelt mit jedem bisherigen Design weit überlegen. Ja, so ist das Ganze nämlich. Wir haben nämlich hier Seto Meister Kaiba am Start. Und Seto Kaiba, also beide. Okay.